In diesem Video möchte ich euch einmal grundlegende Gedanken, die ich so habe, zur Zucht von Aquarienfischen darlegen. Ich mache das ja relativ viel und es ist ein großer Teil des Hobbys für mich und ich habe da einen riesen Spaß dran. Es gibt aber so einige Dinge, die da allgemein auch zu bedenken sind und ich kam auf die Idee, dieses Video zu machen, weil ich wieder festgestellt habe, dass ich so ein kleines bisschen übertrieben habe mit der Anzahl an Zuchtprojekten, die ich gleichzeitig fahre. Das hat auch immer so Gründe, die dann irgendwie damit reinspielen und dann ist es anders, als man das eigentlich ursprünglich geplant hat. Die Fische tun natürlich nicht immer genau das, was sie tun sollen und zu dem Zeitpunkt, wo man das dann plant. Man muss also auch spontan reagieren können und das führt manchmal zu so Situationen, dass man merkt, wow, eigentlich habe ich in dem Moment, wo das dann von den Fischen dann auch gemacht wird, gar nicht die richtige Zeit dafür, mich darum zu kümmern. Und das ist immer ein bisschen schade und dann artet das manchmal in Stress aus. Und das ist also ein Part dieses Videos. Aber es soll auch allgemein darum gehen, was man bedenken muss, wenn man Fische züchten möchte und was man sich vorher vielleicht für Gedanken machen sollte. Und das möchte ich gerne in diesem Video zusammenstellen. Vorher möchte ich aber ein ganz wichtiges Thema ansprechen und zwar haben wir alle gemeinsam die 10.000 Abonnentenmarke auf meinem Kanal geknackt und das hat mich so richtig dolle gefreut. Das muss ich wirklich an der Stelle mal sagen. Also vielen, vielen Dank an all die Leute, die meinen Kanal hier abonniert haben. Ich saß letzten Sonntagabend hier vor meinem Handy, vor meinem Rechner und habe darauf gewartet, dass diese Marke überschritten wird. Und das ist einfach eine ganz schöne Sache und ich will da wirklich echt Danke sagen an euch alle, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das an dieser Stelle. Dann verpasst ihr keine Videos, die ich mache. Ich mache das jeden Freitag, dass ich ein Video hochlade. Und es sind verschiedenste Themen von bis. Klickt euch mal durch meinen Kanal und schaut euch an, was der Inhalt so ist. Und dann entscheidet, ob ihr abonnieren wollt. Ich freue mich da wirklich riesig drüber. Okay, wir starten jetzt aber mit dem Video, mit dem Thema zur Zucht. Und ich nehme euch da mit auf die Reise. Ich zeige euch erstmal, was ich gerade aktuell hier für Zuchtprojekte habe. Zu jedem dieser Zuchtprojekte kommt natürlich ein separates Zuchtvideo. Die mache ich immer relativ aufwendig. Das kostet viel Zeit, die zu filmen und die das alles ganz genau zu dokumentieren. Und da kommen auf jeden Fall Videos zu den einzelnen Arten, die ich jetzt züchte. Heute gibt es so einen Überblick zu dem Gesamtthema Zucht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen des Videos. Die zwei Aquarien, wo die Zucht jetzt gerade aktuell am besten läuft oder gelaufen ist, sind diese beiden, die ihr jetzt hier seht. Auf der Kamera wirklich sehr, sehr schwierig einzufangen. Das sind meine beiden Schwarzwasser-Biotop-Aquarien. In dem kleinen links sind die Beta-Albi-Marginata zu sehen, wo ich ja schon ein Zuchtvideo zu gemacht habe. Das mache ich noch ein bisschen weiter. Das hat auch ganz spezielle Gründe. Wir gucken uns das mal etwas genauer an. Ich habe jetzt gerade hier aktuell noch diesen Einhängekasten drin. In dem großen Becken schwimmen die alten Bruten und die Zuchttiere. Das Becken ist momentan definitiv überbesetzt. Wenn wir hier mal näher rangehen, kann man sich das auch angucken. Das heißt, in dem großen Aquarium hier schwimmen die ganzen Jungtiere der ersten Würfe, die ich habe. Ich habe auch schon einige abgegeben und die machen sich so langsam, die zeigen langsam ihre Färbung und man kann Männchen, Weibchen unterscheiden. Ich schaue mal gerade, ob ich hier einen finde, der schon ausgefärbt ist. Das hier wäre so ein Tier. Das ist nicht ein Zuchttier, sondern das ist schon ein Jungtier, ein Männchen, welches ich hier großgezogen habe. Und man sieht die ganzen Tiere, die jetzt hier noch darauf warten, hier eines der Zuchtmännchen, die jetzt hier darauf warten, noch ein bisschen zu wachsen und an Farbe zu gewinnen, sodass ich die dann auch abgeben kann. In dem kleinen Einhängekasten befinden sich die nächsten zwei Würfe. Die Tiere sind noch relativ klein, auch nicht ganz leicht zu filmen. Hier unten sieht man ein Tier in den Wurzelbereichen von der Grünlilie, was da unten schwimmt. Die sind also jetzt in dieser Größe hier und die ziehe ich auch entsprechend groß. Warum fahre ich mit der Zucht der Beta-Albi-Marginata fort, wenn ich ja eigentlich immer nur Projekte mache für einmal züchten und dann eben weitergehe und neue Arten mir heraussuche, die ich versuche nachzuziehen. Bei den Beta-Albi-Marginata habe ich im Kopf, dass es Tiere sind, die in der Natur schon relativ selten sind und die im Hobby nicht sehr weit verbreitet sind, sodass ich finde und denke, dass es sinnvoll ist, die Tiere hier etwas mehr zu vermehren, um die dann im Hobby auch zu verbreiten. Also ich gebe die immer wieder ab und hoffe so,
dass ich hier einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass uns diese Art hier im Hobby erhalten bleibt oder sich auch ein bisschen mehr verbreitet. Das ist zum Beispiel so ein Gedanke zur Zucht ganz allgemein. Was für Arten sucht man sich raus zum Nachziehen? Und bei dem Wetteralbi-Marginata ist das nun definitiv so, dass man da immer Abnehmer für findet. Und deswegen führe ich das Zuchtprojekt hier weiter fort. In dem anderen Biotop-Aquarium befinden sich ja meine Wildfang-Schmetterlingsbuntbarsche. Und auch wenn das immer schwierig zu filmen ist in dem Schwarzwasser, hier sieht man doch mittlerweile, dass die Zucht gelungen ist. Das Video dazu wird relativ bald kommen. Ein bisschen warte ich noch, bis die Tiere etwas größer geworden sind. Und das ganze Aquarium ist voller Schmetterlingsbuntbarsche. Das sieht man jetzt hier vielleicht schon mal ansatzweise ganz gut. Ich versuche da gleich nochmal etwas näher ranzugehen. In der Mitte jetzt das Männchen, was die jungen Tiere hier im Prinzip alleine großgezogen hat, da das weibliche Tier relativ schnell nach dem Freischwimmen der Jungtiere gestorben ist. Da habe ich schon öfter was zugesagt, auch in den Community-Beiträgen. Und der hat das hier aber wunderbar alleine geschafft, die Jungen hier zu betreuen und großzuziehen. In dem Becken befindet sich nichts anderes. Also ich hatte hier nur dieses eine Pärchen Schmetterlingsbuntbarsche reingesetzt und zur Zucht angesetzt. Und das hat wunderbar wirklich funktioniert. Ich gehe mal einmal näher ran hier und dann sieht man das nochmal etwas genauer, wie die Jungtiere jetzt hier aussehen. Und das sind wirklich prächtige Tiere. Das ist also jetzt gerade das aktuell zweite Zuchtprojekt, was parallel läuft. Und allein diese beiden Zuchtprojekte machen natürlich schon auch enorm Arbeit. Ja, also ich bin großer Fan davon, die Jungtiere mit frisch geschlüpften Artemia-Nauplinen großzuziehen. Und ich mache hier eine Fütterung so oft es geht am Tag. Wenn ich weiß, ich schaffe an dem Tag vielleicht 5, 6 Fütterungen, dann sind die einzelnen Artemia-Gaben natürlich etwas geringer. Und wenn ich weiß, ich schaffe vielleicht mal nur einmal, dann gebe ich einmal ein bisschen mehr rein. Man darf da aber auch nicht übertreiben, weil die Wasserqualität entsprechend stimmen muss. Ich muss also hier auch vermehrt Wasserwechsel machen, weil ich hier so einen hohen Besatz drin habe in den beiden Aquarien. Und das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass man eine Menge Arbeit hat mit den Aufzuchten von solchen Arten, die so ein bisschen anspruchsvoller auch sind. Das nächste sehr spannende Zuchtprojekt ist das Zuchtprojekt der Orgeta-Harnischwelse, die ich hier in dem Zuchtwürfel habe. Das sind 30-Liter-Würfel, also zur dauerhaften Haltung wieder hier überhaupt nicht geeignet. Das muss ich betonen an der Stelle. Zum Zuchtansatz aber wirklich sehr, sehr gut geeignet und erfolgreich. Man sieht, wie zugewuchert das Becken ist. Und ich habe hier sehr, sehr lange gebraucht, um da einen Weg zu finden, wie ich die kleinen braunen Orgeta-Harnischwelse auch wirklich zur Zucht anregen kann. Und dann vor allem aber auch die großen, die Jungtiere, die kleinen, dann groß zu ziehen. Also ich bin sehr schnell an dem Punkt gewesen, dass sie abgeleicht haben und dass ich kleine Larven gesehen habe und Jungtiere gesehen habe. Allerdings ist es nicht so richtig dazu gekommen, dass die Jungtiere dann auch gewachsen sind. Und das ist mir jetzt erst mit ein paar Tricks und Kniffen gelungen. Und das sieht man vielleicht hier an der Stelle auf dem Seemandelbaumstück ist jetzt ein selbstgezogener Orgeta-Harnischwels, brauner Orgeta-Harnischwels. Es hat also jetzt funktioniert. Wahrscheinlich auch in der Schale hier unten, immer schlecht zu filmen, da ist er gerade abgehauen. Sieht man, ich habe hier mittlerweile eine ganze Vielzahl an Jungtieren. In dem Aquarium, hier hängt noch ein etwas kleinerer an dem Seemandelbaumblatt. Wie ich dazu gekommen bin, dass ich die dann auch wirklich jetzt groß bekommen habe, das kommt in einem separaten Zuchtvideo zu der Art. Und das ist wirklich ein ganz spannendes Ding. Da habe ich eine ganze Menge zu erzählen, weil ich viel ausprobieren musste, um das Ganze erfolgreich dann auch zu halten. Sei noch mal ganz klar gesagt, es sind Orgeta-Harnischwälze, allerdings nicht die Otto Zinclus, die man so kennt, die sind noch etwas schwieriger nachzuziehen, sondern es sind die Otothyropsis pyribebui, wo das jetzt hier gut geklappt hat, also die braunen Orgeta-Harnischwälse. Auch bei den Tieren habe ich einen relativ großen Aufwand betrieben, mit Zuchtschalen und so weiter, wo ich dann die frisch geschlüpften Larven hier abgefangen habe. Die muss man erstmal bekommen aus so einem Aquarium, herausfangen können und dann eben separat aufziehen. Und in diesen Aufzuchtschalen, das habe ich in dem Video zu den Corydora sterbei und Paleatus auch schon mal gezeigt, da geht es dann auch darum, dass man da eine sehr, sehr gute Wasserhygiene einhält und viel sauber machen muss und viel füttern muss. Und das ist so beim Züchten tatsächlich ein Riesenpunkt, dass man wirklich den Arbeitsaufwand vorher abschätzen können muss. Ich züchte
möglichst nur Arten, die so ein bisschen besonderer sind. Ich habe lange natürlich auch Lebendgebärende vermehrt, Guppies, Endler-Guppies, Platys, Schwerträger und so weiter, wo der Aufwand, der Zuchtaufwand doch relativ gering ist. Allerdings kommen wir da zu einem ganz wichtigen Punkt. Und das ist der Punkt, dass man im Vorfeld auf jeden Fall abklären muss, ob man die Tiere auch wieder los wird, ob man die also tatsächlich dann auch abgeben kann, ob es Abnehmer gibt für diese Tiere, weil man ansonsten wirklich auf großen Mengen von Fischen auch sitzen bleibt und im schlimmsten Fall überhaupt gar keine Möglichkeit hat, die zu halten und denen auch ein artgerechtes Leben zu geben. Das ist also jetzt hier so das dritte Zuchtprojekt, was gerade aktuell läuft. Und das läuft eben parallel. Ja, ich hatte jetzt in der Ferienzeit relativ viel Möglichkeit, mich um diese Zuchtprojekte zu kümmern. Jetzt wieder parallel zur Arbeit ist das doch tatsächlich etwas viel Aufwand gewesen mit diesen Projekten. Zumal ich noch ein viertes Zuchtprojekt die ganze Zeit schon laufen habe, über einen ziemlich langen Zeitraum. Und das ist das Projekt zu den Kilifischen, die jetzt hier direkt nebenan schwimmen. Ich habe hier einmal das Weibchen unter dem Filter. Den beiden Tieren geht es nach wie vor gut. Ich habe da ja schon ein Video zu rausgebracht zu dieser Art. Das sind die Notobranchius kilomberuensis. Und die Zucht hier ist natürlich extrem langwierig, weil ich immer wieder Laichsubstrat hier reingebe, dann 1, 2, 3 Wochen warte, bis die Tiere dann abgeleicht haben. Und das tun sie eigentlich dauerhaft. Und dann muss man eben wieder entsprechend ein paar Monate warten, bis die Eier, die man dann rausholt und das Substrat trocknet, sich so weit entwickelt hat, dass man die aufgießen kann. Und diese Tiere habe ich immer noch nicht geknackt. Also ich habe die ersten Aufgüsse gemacht und es kam überhaupt nichts dabei raus. Und von daher bin ich da noch nicht zum Ziel gekommen an der Stelle. Ich habe etliche Aufgüsse, die jetzt gerade wieder warten, darauf aufgegossen zu werden. Und da hoffe ich, dass dann da irgendwann auch mal etwas bei rumkommt. Das Männchen zeigt sich jetzt gerade nicht. Das ist hinter der Wurzel dort verschwunden. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu, den auch zu erwischen. Da kommt er raus. Das ist also hier das Männchentier in einer ganz tollen, prächtigen Farbe. Unter anderem die Färbung hat mich dazu gebracht, zu sagen, dass ich diese Art gerne auch nachzüchten möchte. Man sieht mittlerweile die Alterserscheinungen an den Tieren. Das Männchen hat diesen deutlich ausgeprägten Buckel schon in der Wirbelsäule. Das sind annuelle Kilifische, die nicht allzu alt werden. Und dementsprechend muss man sich mit der Zucht auch wirklich ranhalten. Die Tiere haben jetzt so gut, naja, ich würde sagen, also ein Jahr haben sie schon. Ne? Also ich habe die gekauft Anfang des Jahres, das ist ungefähr ein Dreivierteljahr jetzt her. Und da waren sie ja schon ausgefärbt und ausgewachsen. Die wachsen sehr schnell, also werden vielleicht knapp unter einem Jahr alt sein. Und das heißt, die Lebensspanne dieser Art, die nähert sich so langsam dem Ende. Und ich hoffe, dass aus den ganzen Versuchen, die ich hier entnommen habe, dass da auch dann irgendwann wirklich noch mal Jungtiere bei rauskommen. Wenn nicht, dann ist das mal ein gescheitertes Zuchtprojekt, worüber ich dann aber auch ein Video machen werde. Ihr seht also, dass ich relativ viele Zuchtprojekte gerade gleichzeitig fahre, 4 Stück an der Zahl. Und da muss jeder wirklich auch für sich selbst entscheiden, was ist möglich in dem Alltag, den man so hat. Den hat jeder anders. Und bei mir ist es eigentlich so, dass ich gerne ein Zuchtprojekt fahre, vielleicht mal ein zweites dazu nehme. Der Grund dafür, dass es jetzt 4 sind, die gleichzeitig laufen, der liegt darin, dass es einfach diese entsprechenden Arten sind. Bei den Ottothyropsis, bei den Orgetalhandschwäsen habe ich sehr lange versucht, die Larven und Jungtiere groß zu bekommen, wie ich das gerade schon gesagt habe. Und das ist mir erstmal nicht so ganz gelungen. Also in dem Pflanzendickicht kann das sein, dass einige Tiere groß geworden sind. Das habe ich vielleicht dann noch gar nicht so richtig entdeckt. Aber es trat nicht diese Vermehrung auf, die ich eigentlich gerne erreicht hätte. Und deswegen musste ich da umschalten und bin dann auf die Aufzuchtschalen gegangen. Das Ganze war dann viel aufwendiger und hat sich natürlich auch länger gezogen. Dann haben wir die Kilifische. Die habe ich jetzt, seitdem ich sie habe, Anfang des Jahres immer wieder weiter versucht nachzuzüchten. Das heißt, es ist ein laufender Prozess. Man muss die gut füttern, man muss viel Wasserwechsel machen, um das Wasser sauber zu halten. Man muss dieses Granulat, das Torfgranulat oder das Kokosfasersubstrat da reingeben als Ableichsubstrat. Da muss man das wieder rausnehmen, da muss man das trocknen, da muss man das aufgießen. Das zieht sich über Monate an dieser Stelle wirklich hinweg. Und das heißt, das ist so ein Projekt, was die ganze Zeit sowieso parallel läuft. Dann hatte ich zwischendurch ja auch noch die
Transvestitenbund Barsche, die ich gezüchtet habe. Das war so ein Zuchtprojekt, was total problemlos ging. Ich habe die Fische eingesetzt, eine Woche später hatten die Junge, dann habe ich die großgezogen. Nach 2-3 Monaten konnte ich die Tiere abgeben. Und das lief einfach sehr, sehr schnell. Dann konnte ich da auch schnell ein Video zu machen und das war völlig problemlos. Bei den Wildkampffischen, bei dem Wetteralbimagnata, da hatte ich auch am Anfang Probleme, wenn ihr euch an die Videos erinnert. Ich habe 4 Tiere gekauft, 2 Männchen, 2 Weibchen. Und die beiden Weibchen sind mir nach den ersten leichten Zuchtansätzen gestorben, sodass ich nur noch 2 Männchen hatte. Dann musste ich lange warten, bis ich neue Männchen bekommen habe. Und dann hat die Zucht sehr, sehr gut funktioniert. Aber auch wieder mit Einhängekästen, Männchen mit Eiern im Maul herausfangen und wieder warten und ausprobieren und füttern. Und dann habe ich die Schmetterlingsbuntbarsche angesetzt und die haben mir zum Beispiel nicht den Gefallen getan, direkt nach dem Einsetzen abzuleichen, sondern das hat wirklich einige Wochen gedauert, wo ich Geduld beweisen musste. Und als es dann soweit war, war das schon so ein Zeitpunkt, wo ich eigentlich nicht mehr so ganz viel Zeit hatte. Und das ist jetzt dann schon das 4. Projekt, was dann parallel gelaufen ist. Also ihr merkt, man muss da wirklich vorher eigentlich gut drüber nachdenken, wann man diese Zuchtprojekte macht. Bei mir ist es so, dass ich das immer trotzdem noch ganz gut einteilen kann und weiß, was das bedeutet, was das für eine Arbeit ist. Gerade die Fütterung mehrmals täglich und diese vielen Wasserwechsel und die gute Pflege der Wasserwerte, die erfordern wirklich viel, viel Zeit und da muss man sich vorher wirklich drüber im Klaren sein. Ihr habt vielleicht auch schon gemerkt, dass ich die beiden Begriffe Vermehrung und Zucht hier die ganze Zeit wild durcheinander würfel. Das, was ich hier mache mit meinen Projekten, wenn ich nur einmal eine Art vermehre, das würde unter den Punkt Vermehrung fallen. Eine Zucht ist natürlich eine Vermehrung von Arten von Fischen mit einem bestimmten Zuchtziel auch. Also dass man tatsächlich schaut, welche Merkmale möchte man hervorheben in der Zucht über mehrere Generationen hinweg und über mehrere Generationen der Zucht dann herausarbeiten. Eigentlich spricht man nur in dem Fall dann wirklich von Zucht. Das, was ich hier mache, ist also eigentlich eher eine Vermehrung. Ich bin da allerdings nicht so akribisch in der richtigen Nutzung dieser beiden Begriffe, deswegen würfel ich die immer wieder durcheinander, wollte das aber auf jeden Fall auch einmal gesagt haben. Ich hatte gerade schon die Vermehrung von Lebendgebärenden angesprochen und das ist für mich so ein Punkt, der mich dahin führt, zu sagen, dass ich es für extrem wichtig erachte, bevor man anfängt, Tiere zu vermehren, sich darum zu kümmern, wo man nachher mit diesen Tieren hin kann. Also es bringt nichts, wenn ich 200 Guppies auf einmal in meinem Aquarium habe und das Aquarium völlig überbesetzt ist und ich dann erst anfange, Leute zu suchen, die mir abnehmen könnten und merke, es gibt gar nicht so viele Leute, die mir diese Fische abnehmen können und dann weiß ich nicht, wohin mit den Tieren. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte in der Zucht oder in den Gedanken dazu, Fische zu vermehren, wo ich mir vorher Gedanken darüber machen muss. Also bitte, bevor ihr anfangt, irgendwie darüber nachzudenken, eure Tiere zu vermehren, fragt nach, geht zu eurem Händler des Vertrauens, wer auch immer das ist, fragt befreundete Aquarianer in Aquarienvereinen und so weiter, fragt nach, ob Bedarf ist für diese Tiere, ob da jemand ist, der die auch wirklich euch abnehmen möchte. Ansonsten lasst es sein mit der Vermehrung. Oder versucht es auch zu verhindern. Gerade bei Guppies und Lebendgebärenden ist das ja manchmal sogar eher schwierig, das Ganze zu verhindern. Da geht es dann eher darum, vielleicht die Geschlechter frühzeitig zu trennen. Da habe ich bei Enterguppies schon mal ein Video zu gemacht, das kann ich hier oben auch mal einblenden. Um da auch einfach eine zu starke Vermehrung dann am Ende zu verhindern. Parallel zu den Fischen, die ich hier vermehre, habe ich natürlich auch noch meine Zwerggarnelen. 3 verschiedene Varianten. Und die vermehren sich relativ von selbst, ohne dass man da viel für machen muss. Es sind einfach zu haltende Garnelen, einmal die White Pearl und dann hier die Neocaridina Davidi in 2 verschiedenen Farbformen. Auch da aber achtet so ein bisschen darauf, wo könnt ihr mit den Tieren hin? Ich werde das sehr häufig gefragt, was ich mit den Tieren mache, die ich dann vermehrt habe. Und das ist eine sehr, sehr gute Frage, über die wir uns Gedanken machen müssen. Ich habe ein relativ gutes Netzwerk mittlerweile aufgebaut und verschiedenste Stellen, wo ich die Tiere abgeben kann, wo ich auch weiß, da werden sie genommen, da werden sie gebraucht. Und wenn an der einen Stelle da vielleicht gerade kein Bedarf ist, dann kann ich zur nächsten Stelle gehen und werde meine Tiere in der Regel sehr, sehr gut los. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, neben diesen Fischvermehrungen habe ich hier natürlich auch die Garnelenvermehrung. Aber da gilt das Gleiche. Ihr müsst wissen, wohin mit den Tieren im Nachhinein. Grundsätzlich finde ich den Ansatz und den Gedanken dazu, dass ich Tiere, die ich halte, Fische, die ich halte, auch vermehren möchte, sehr, sehr gut. Wenn man bedenkt, was ich gerade schon alles dazu gesagt habe, eben, dass man Zeit braucht und wissen muss, wo die Tiere hinkommen sollen, für mich führt das dazu, dass die Leute, die diese Fische halten, darüber nachdenken, was brauchen diese Tiere wirklich,
wie kann ich denen Bedingungen schaffen, dass sie sich wohlfühlen, was sich am Ende auch in einer Vermehrung zeigt. Ich möchte betonen, bevor hier die Kommentare zu kommen, dass nicht jedes Tier sich nur unter optimalen Bedingungen vermehrt. Das heißt, auch Tiere, die sehr schlecht gehalten werden, je nach Art, das ist da sehr unterschiedlich, können selbstverständlich sich auch vermehren. Also so ein Guppy, der vermehrt sich auch unter Bedingungen, die eigentlich wirklich nicht mehr als artgerecht zu bezeichnen sind. Da ist das kein Zeichen für eine gute Haltung. Aber der Grundansatz ist ja der, wenn ich mich dafür interessiere, meine Tiere zu vermehren und das gezielt, dann muss ich mir auch Gedanken darüber machen, ihnen ein möglichst gutes zu Hause zu bieten, eine möglichst artgerechte Haltung zu bieten, damit das auch passiert. Die Arten, die ich jetzt hier vermehre, mit den Orgitahannischwäsen, den Schmetterlingsbuntbarschen und den Wildblätters, den Wetteralbimarginata, das sind Arten, die brauchen ganz spezielle Bedingungen, damit sie sich dann auch vermehren. Die brauchen sie eigentlich auch für die normale Haltung, aber sie halten sich natürlich auch unter Bedingungen, die nicht 100% und ganz optimal sind. Wenn ich denen sehr gute Bedingungen biete, genügend Platz und die richtigen Wasserwerte, die richtige Ernährung spielt eine ganz große Rolle, dann fangen die auch an, sich zu vermehren. Und an der Stelle ist es schon möglich, einen Rückschluss darauf zu ziehen, ob die Haltung, die ich hier vollziehe, die ich anstrebe, ob die gut ist und ob das für die Tiere so passt. Zu guter Letzt kann ich noch sagen, dass ich sehr, sehr häufig gefragt werde, ob ich nicht mal die oder die Art nachziehen kann. Ich will dazu sagen, ich habe eine wirklich sehr, sehr lange Liste an Arten, die mich total interessieren, auch für die Nachzucht oder für die Vermehrung interessieren. Und diese Liste, die arbeite ich so langsam im Heimlichen ab und die existiert. Und immer wenn da Vorschläge kommen, dann bin ich da total dankbar für. Und wenn mich das auch wirklich interessiert, dann schreibe ich die auf meine Liste. Das Ganze ist eben sehr langwierig und deswegen habe ich da Geduld. Und Geduld ist wie immer das oberste Gebot in der Aquaristik. Es funktioniert eigentlich nichts ohne Geduld. Manchmal wird man überrascht und man muss gar nicht so ganz geduldig sein, aber häufig wird die Geduld doch auf eine harte Probe gestellt. Und deswegen wirklich so als Grundprinzip in der Aquaristik. Habt Geduld und wartet ab, versucht gute Bedingungen zu schaffen und irgendwann passiert das Ganze dann schon von allein. Mit dem Gedanken an die Vermehrung der Fische, die ich halte, da beginnt auch wirklich das tiefere Eintauchen in die Bedürfnisse für diese Arten. Es gibt so viele verschiedene Fortpflanzungsstrategien unter den verschiedenen Fischarten, dass ich da erstmal wirklich einen Überblick gewinnen muss. Und das Ganze mit viel Erfahrung verknüpft führt dazu, dass ich dann relativ gut einschätzen kann, okay, die könnten das gebrauchen, die könnten das gebrauchen. Oder ich kann natürlich auch mir Zuchtberichte anschauen, lesen, viel lesen und auf Erfahrungswerte von anderen zurückgreifen. Und das ist das, was ich hier entsprechend auch rüberbringen möchte. Es gibt die Lebendgebärenden, es gibt die eierlegenden Zahnkarpfenfische, es gibt Maulbrüter, es gibt Freileicher, es gibt brutpflegende Substratleicher. Es gibt eine unfassbare Menge an verschiedenen Fortpflanzungsstrategien, die man natürlich auch so ein bisschen durchdringen muss, um zu entscheiden, was ist jetzt für die Art, die ich dort vermehren möchte, auch das Passende, wie pflanzen die sich fort und was muss ich dafür bieten, dass das dann auch am Ende wirklich funktioniert. Zusätzlich kommt es noch dazu, dass es auch bei einer speziellen Art immer verschiedene Möglichkeiten gibt, diese zu züchten. Für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Ich versuche das auf meinem Kanal wirklich immer wieder hervorzuheben. Ich zeige hier, wie ich das mache, wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe. Häufig ist es aber so, dass ich auch weiß, dass es noch einen anderen Weg geben würde, der auch sehr erfolgversprechend ist. Also ich kann natürlich versuchen, meine Orgitahannischwäse in der Gruppe zu halten, in einem dicht bepflanzten Aquarium und hoffen, dass da einige durchkommen. Das kann funktionieren, das kann auch mit bestimmten Corydoras-Arten, also Panzerwelsarten, funktionieren. Manchmal aber nicht, und wenn ich sage, ich möchte doch einmal ein bisschen eine stärkere Vermehrung haben, dann muss ich ein bisschen mehr dafür machen. Dann muss ich die Eier absammeln, dann muss ich die Larven absammeln und die separat großziehen, für eine gute Wasserhygiene sorgen. Salmler sind auch so ein Thema. Ich kann die natürlich separat setzen, ein Pärchen oder ein Trio in ein ganz kleines Aufzuchtbecken, dann leichen die ab und dann ziehe ich die Jungen separat groß. Ich kann aber auch mal versuchen, ein Artbecken für Salmler einzurichten, was total gut strukturiert ist, und mal abwarten, ob die sich nicht vielleicht auch so vermehren. Das funktioniert zum Beispiel bei Königssalmlern relativ vielversprechend. Und bei anderen Arten kann man das auch mal ausprobieren. Die Schmetterlingsbuntbarsche sind genauso ein Beispiel. Die werden häufig in den Hochzuchtformen so nachgezogen, dass die Elterntiere ihre Eier ablegen, also das Gelege vorbereiten, und dann werden die Gelege entfernt und separat aufgezogen. Das heißt, die Eier werden zum Schlupf gebracht, die Larven überstehen das Larvenstadium und dann werden die Jungen separat aufgezogen. Das hat natürlich den Ausblick auf eine viel größere Ausbeute, als wenn man die einfach bei den Elterntieren lässt. Führt aber unter Umständen auch dazu,
dass gerade bei den Zwergbuntbarschen es häufig dazu kommt, dass die Brutpflegeinstinkte nicht mehr so ganz gut ausgeprägt sind. Ob es diesen Zusammenhang wirklich gibt, das möchte ich hier gar nicht bewerten. Das liegt nicht in meiner Hand. Ich habe da keine wissenschaftlichen Forschungen zu gemacht oder gelesen. Ich habe nur festgestellt, dass ich hier bei den Schmetterlingsbuntbarschen, die Wildfänger waren, das Pärchen, gar kein Problem damit hatte, die nachzuziehen. Die sind aus der Natur noch dazu in der Lage gewesen, ihre Brut sofort selbst großzuziehen. Das war der erste Versuch und es hat sofort funktioniert. Das ist vielleicht ein Ansatzpunkt dafür, dass Hochzuchtformen, die über viele Generationen hinweg getrennt von ihren Eltern aufgezogen werden, dieses Brutpflegeverhalten, diese Brutinstinkte nicht mehr vielleicht in der Form ausgeprägt haben, wie das ursprünglich mal der Fall war. Das sind ganz interessante Gedanken, die man sich dazu machen kann. Ich merke, dass ich über die Zucht oder die Vermehrung von Fischen wahrscheinlich 3 Stunden sprechen könnte. Aber an dieser Stelle soll das als Überblick vielleicht jetzt erst auch einmal genügen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video in dieser Form auch mal gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und läutet diese Glocke, um da keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.